hier bin ich, streitsüchtige Zicke, mal wieder. Ich weiß, ihr könnt mich nicht mehr hören und auch nicht mehr sehen, aber ich kämpfe trotzdem für mein Kind. Ihr kriegt mich nicht so schnell unter der Erde. Wisst ihr, was traurig ist? Ihr bringt die Menschen hier alle unter der Erde. Das sag ich euch. Kindermörder und Menschenmörder in meinen Augen in Mecklenburg-Vorpommern. Weil ihr macht gar nicht die Untersuchungen, die sein sollen. Heute, wo ich bei dem netten Arzt war, der hat zu mir gesagt, wenn ich Helicobacter hatte, das hätte schon längst untersucht werden müssen. Das kann Krebs werden. Aber das ist kein bewusst, ne? Aber Kinder klauen überall, wo kranke Menschen dann sind. Habe ich auch bei YouTube gesehen. Krebskranke Frau geworden, Kinder wurden weggenommen. Da waren sie dann auf einmal da von der Ämter. Da können sie dann auf einmal jammern. Oh Gott, warum haben sie denn nichts gesagt? Ja, warum haben die Ärzte nichts gemacht? Ey, das ist hier so ein Kotzvolk. Und ich höre das auch von meiner Bekannten immer wieder. Der ist genau das Gleiche passiert. Die hat hier zwei Männer unter der Erde gebracht. Die musste kämpfen, dass der Mann nach Berlin kommt mit seinem Krebs. Weil die ihn in Wismar nicht behandelt haben, vernünftig. Die hat dafür gesorgt, dass er nach Buch gekommen ist. Im Osten ist das Buch, nicht Westen. Und das ist so traurig. Und dann wurde ihr noch unterstellt, sie hat ihren Mann umgebracht von anderen Leuten. Das kann doch nicht angehen, was hier abgeht. Also es ist das allerletzte hier in Mecklenburg-Vorpommern, das allerletzte. Ja, hat sich nichts geändert und sagt mir nicht, ich soll umziehen. Ihr wollt doch an der Situation hier nichts ändern. Ihr wollt doch so weiterleben. Und ihr bringt die Menschen unter der Erde, das ist euer Problem. Und genauso auch die Kinder.